30.000, 40.000 Leute kommen jedes Jahr nach Berlin. Wie viel schaffen wir? Wie viel müssen wir schaffen? Und was ist die Maxime, nach der wir es schaffen können? Wenn ich mal diese drei Fragen zusammenstellen könnte, Lütke Dahldrup. Also um es ganz kurz zu beantworten, wir brauchen in Berlin in jedem Jahr 15.000 bis 20.000 Neubauwohnungen. Wir müssen uns natürlich auch um den Wohnungsbestand kümmern, aber darum geht es ja in der Frage jetzt nicht, wie kommen wir mit den neuen Herausforderungen zurecht. Also 15.000 bis 20.000 Neubauwohnungen brauchen wir. Im letzten Jahr waren wir schon nicht schlecht, weil wir haben im letzten Jahr über 22.000 Wohnungen genehmigt. Gebaut worden sind über 10.000. Und wir erwarten, da es dauert ja immer so 2 Jahre nach der Baugenehmigung, bis man fertig wird, dass wir in diesem Jahr fast 15.000 Wohnungen schaffen können. Das heißt, wir werden 2016 zum ersten Mal dem Ziel sehr nahe kommen, wo wir hin müssen. Und wir haben dazu wichtige Partner. Auf der einen Seite die kommunalen Wohnungsunternehmen, die landeseigenen. Sie sollen jedes Jahr 6.000 Wohnungen bauen. Das werden sie auch im nächsten Jahr schaffen. Und wir haben natürlich viele weitere Partner. Einige sind unter uns hier. Wir haben die genossenschaftlichen Unternehmen, die drei Reinickendorfer Genossenschaften, die sich alle drei für das Schumacher-Quartier interessieren, sind hier heute mit ihrem Stand vertreten, neben der DGWO, der GEWOBAG und der GESOBAU, die als Kommunale unterwegs sind. Und ich glaube, dann haben wir die Chance, gemischte Quartiere zu bauen. Preisgünstigen Wohnraum als Sozialwohnung, aber auch Wohnraum im mittleren Segment. Und Tegel soll ja ein Standort werden, Schumacher-Quartier, wo Wohnen und Arbeiten ganz nah sind. Und wir haben die große Chance, ähnlich wie in Adlershof, Wohnen und Arbeiten unmittelbarer Nachbarschaft hier entstehen zu lassen. Warum braucht man diesen Mix aus Privatwirtschaft, tatsächlich genossenschaftlichem Wohnen, kommunalen Wohnungsbauunternehmen? Also ist das die schlagkräftigste Mischung oder macht man das der lieben Gerechtigkeit halber? Also als jemand, der einen sozialistischen Onkel hatte, habe ich mal gehört, am besten alles immer in einer Hand, nämlich der staatlichen, und dann bauen, bauen, bauen. Aber das ist offensichtlich nicht die Maxime. Nein, wir haben ja aus der Vergangenheit auch ein bisschen zu lernen. Es geht nicht darum, an einem Standort 5.000 Sozialwohnungen zu bauen, sondern wir wollen hier ein gemischtes Quartier. Und die Mischung setzt auch voraus, dass wir nicht nur mit einem Unternehmen bauen, sondern wir haben gesagt, wir nehmen drei kommunale Unternehmen. Wir wollen Genossenschaften hier beteiligen, wir wollen hier studentisches Wohnen bauen und wir wollen auch mit Privaten bauen. Und der Mix, die Mischung macht, glaube ich, die Qualität von Quartieren. Das kann man in der ganzen Stadt sehen. Wo es besonders bunt ist, wo es gemischt ist, da fühlen die Menschen sich am wohlsten. Und wir haben hier die große Chance, Arbeiten, Wohnen, aber auch Freizeit. Hier entsteht ein Park mit 200 Hektar Größe. Also eine wunderbare Wohnlage in Zukunft. Man braucht ein bisschen Fantasie, das ist wahr. Wer heute am Zaun steht und sich vorstellt, dass eines Tages dort ein Wohnquartier sein wird, ein Industrie- und Forschungsbereich sein wird und ein großer Park, der muss ein bisschen Fantasie haben. Und wir haben ja heute einen Tag hier gemacht, Standortkonferenz, um die Fantasie anzuregen. Man kann sich hier Ideen holen, wie die Zukunft von Tegel aussehen wird. Wie denkt man denn, Herr Franzen, über so ein Projekt nach? Sie haben jetzt gerade eines der größten Quartiere tatsächlich mobilisiert normal, indem Sie es renoviert haben. Sie haben energetisch erneuert. Ich rede vom Märkischen Viertel. Da leben, ich glaube, 13.000 Menschen insgesamt. Sie haben Erfahrung gesammelt. Wie sind es 13.000? Das sind über 13.000 Wohnungen, plus, okay. Also mal 2, irgendwas, also deutlich mehr. Okay. 30.000. Also Sie haben die Erfahrung gemacht, die es braucht, um tatsächlich aus einem, sagen wir, in Verruf geratenen Quartier, jedenfalls war es so 10 Jahre nach... Aus Sicht der Charlottenburger, das Thema hatten wir ja schon mal erlebt. Aus Sicht der Charlottenburger, ja, wohl richtig. Aber tatsächlich einen lebenswerten Standort zu machen, in dem die Menschen gerne sind, in dem sie tatsächlich auch in hoher sozialer Durchmischung friedlich miteinander leben. Also was brauchen wir, wenn wir mit einem Schlag 5.000 Wohnungen bauen? Naja, der Staatssekretär hat schon gesagt, die Berliner Mischung ist das Zauberwort. Das versuchen wir in unseren Beständen sicherzustellen, indem wir auch an unterschiedliche Zielgruppen vermieten. Das werden wir auch beim Neubau machen, gerade die kommunalen Wohnungsunternehmen, die in den nächsten 10 Jahren über 60.000 Wohnungen, das ist die Zahl dann nochmal summiert, die Herr Lütke Dahldrup gerade gesagt hat, bauen werden, unter anderem auch im Kurt-Schumacher-Quartier. Diese Bestände versuchen wir zu durchmischen, einmal durch die Miethöhen in unseren eigenen Neubaubeständen. Mindestens 30% werden öffentlich gefördert und diese 30% werden dann zu einer Neubaumiete ungefähr von 6,50 Euro netto pro Quadratmeter vermietet. Der Rest, die restlichen 70% auch nochmal differenziert für mittlere Einkommensschichten, aber auch etwas für gehobenere Einkommensschichten, damit wirklich alle
sozialen Schichten auch zusammenwohnen können in unseren Beständen und nicht nur dann auch, dass durch eine verschiedene Eigentümerstruktur gemischt wird. Das hat in Berlin immer gut funktioniert, historisch. Dass man halt keine Ghettos schafft, wo nur Sozialwohnungen sind, wo nur einkommensschwache Haushalte sind, sondern dass viele Menschen zusammenleben können und das Ganze auch bunt wird. Es gibt ja, Sie haben schon gesagt, gemischte Mieten, offensichtlich nach Einkommen gestaffelt, aber trotzdem ist es ja eine Illusion, tatsächlich permanent billig bauen zu können. Also bauen kostet einfach so viel, wie es kostet. Ich glaube, wir sind bei 2.400 Euro pro Quadratmeter mit allen Nebenkosten. Wer zahlt dann letztlich die Zeche? Also sind es die, die oben wohnen, oder gibt es mehr oder weniger Quersubventionierung? Oder reicht es tatsächlich aus, wenn der Senat bestimmte Grundstücke, sagen wir mal, zu niedrigeren Preisen, wenn nicht gar für lau, hergibt? Also 2.400 sind wir zum Glück noch nicht all in, sondern etwas drunter. Natürlich immer nach den Projektabhängigkeiten, was man für Boden vorfindet oder sonstige Sonderheiten da auch noch berücksichtigen muss. Aber wir sind drunter, unter den 2.400 noch. Die Baupreise steigen aber auch. Der Markt spricht natürlich darauf an und hebt die Preise an, je mehr gebaut wird. Also es ist die Miethöhe, wird natürlich schon durch die Förderung des Landes Berlin bei den ganz günstigen Mieten subventioniert. Die Grundstücke werden bei den kommunalen Wohnungsunternehmen eingebracht. Das hilft. Das ist dann nochmal ein gewisser Anteil prozentual, der auch nochmal über diese Einbringung der Grundstücke, die wir nicht bezahlen müssen, dann auch nochmal runter subventioniert wird. Also wir liegen in der Regel über 30% dieser günstigen Mieten, wenn diese Grundstücke noch dazukommen. Und der Rest ist eine Differenzierung, in der Tat. Wir müssen dann als Unternehmen schon gucken, dass wir auch die Finanzierungen kriegen, weil wir haben auch nicht den Gelddrucker im Keller, also müssen das Geld auch bei den Banken beschaffen. Die fragen auch nach einer Wirtschaftlichkeit, nach einer Story, und eine Mindestwirtschaftlichkeit brauchen selbst die kommunalen Wohnungsunternehmen. Das kriegen wir dann aber so differenziert mit dem Fördermodell hin. Wie blicken Sie denn, Herr Koch, eigentlich tatsächlich auf dieses Areal? Es ist tatsächlich, also mit 5.000 Wohnungen, 7.000, 8.000 Menschen, die dann irgendwann mal wohnen werden, sagen Sie, ein Glück, weniger Beschwerden, das wird den Markt entscheidend erleichtern? Oder ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, sehr schöner, leicht anzusehender und auch schnell verpuffender Wasserdampf? Oder wie schätzen Sie den Markt derzeit ein? Also man muss auf jeden Fall schon sagen, es hat einen Mentalitätswandel in der Berliner Politik gegeben. Es gibt heute eine aktive Wohnungsmarktpolitik in Berlin. Aber wir haben natürlich schon jetzt ein Defizit, das liegt bei vielleicht 120.000 Wohneinheiten. Und wir haben vor allem natürlich Probleme im unteren Marktsegment, also wo es um preiswerte Wohnungen geht. So, deswegen diese Frage, die Sie so stellen, ist natürlich so eindeutig nicht zu beantworten. Man muss dann, glaube ich, genauer hinschauen. Ich finde, städtebaulich ist es sicherlich gut, hier zu bauen, auch als Vermittlung zu dem Industriebereich, der Technologiepark, der da entstehen wird. Da wird eine Anbindung an die Stadt erfolgen. Das ist das eine, das ist sicherlich ganz richtig, ganz wichtig. Das andere ist halt, wie man dort baut, ne? Und da muss aus unserer Sicht nochmal geschaut werden, ob das wirklich bedarfsgerecht ist. Inwiefern? Naja, wir haben ja hier eine landeseigene Fläche. Lütke Daltrup hat das ja schon gesagt. Und da würden wir uns schon gerne etwas mehr preiswerten Wohnungsbau vorstellen. Also wir haben ja einen Anteil von ungefähr 25% geförderten Wohnungen, haben aber in Berlin mehr als 50% der Bevölkerung, die grundsätzlich ein Anrecht auf ein WBS haben. Also eine Krankenschwester, ein Rettungsassistent bei der Feuerwehr, ne? Und dafür müsste aus unserer Sicht schon mehr angeboten werden auch. Sind Veränderungskapazitäten vorgesehen, Herr Lütke Daltrup, oder sagen Sie selber, nee, das von Ihnen angesprochene Argument ist insofern nicht relevant, als dass wir eigentlich mehr auf die Arbeitsplätze und auf ein Anheben der sozialen Standards achten müssen, als dass wir immer nur Wohnungen bauen für Menschen, die es sich kaum leisten können, anders zu wohnen? Ja, ich glaube, wir müssen beides machen. Es ist richtig, wir müssen versuchen, an den Standorten, wo das Land Berlin Grundeigentum besitzt, mindestens 30% Sozialwohnungen zu bauen mit unseren kommunalen Unternehmen. Wenn wir die Grundstücke einbringen, werden auch noch mehr als 30% entstehen. Aber auch die Privaten sollen Sozialwohnungen bauen. Dort haben wir gesagt, die Privaten müssen mindestens 25% leisten. Und da gibt es ja noch die Genossenschaften, die ja auch ein ganz spezielles Modell anbieten. Und ich glaube, in dieser Mischung der verschiedenen Bauträger gibt es, glaube ich, eine vernünftige, gesunde Stadtentwicklung. Wenn man den Städtebau sich anschaut, sieht man ja, dass wir eine Struktur haben, die sehr Berlin-typisch ist. Wir haben eine offene Blockstruktur mit einer Parkanlage in der Mitte, mit dem großen Freiraum im Umfeld. Und was ich einfach toll finde, dass wir dieses
Urban Tech Republic direkt nebenan haben und hier auch die Chance haben, mal ein paar neue Dinge zu probieren. Wenn nicht, wo dann? Hier können wir probieren, wie wir mit neuen Technologien auch im Wohnungsbau, im preiswerten Segment Angebote den Bürgerinnen machen, wenn man älter wird, beispielsweise mit Assistenzsystemen oder anderen Dingen, mitzuhelfen, dass ein Wohnquartier ganz besonderer Art entsteht. Und das ist eine große Chance, glaube ich, für das Schumacher Quartier. Sie haben von einem Mentalitätswandel gesprochen, tatsächlich in der Berliner Politik. Seit wann gibt es den? Seit Wahlkampf ist oder seit länger? Also den gibt es auf jeden Fall jetzt, seit es diesen Senat gibt, den es ja nicht mehr lange gibt, weil es jetzt die nächsten Abgeordnetenhauswahlen gibt. Unter Senator Müller ist eine sehr aktive Wohnungsmarktpolitik betrieben worden und Senator Geisel macht das natürlich auch. Das heißt natürlich nicht, dass man dann nicht über die Dinge diskutieren muss. Also wir finden beispielsweise auch die Frage, wie geht man mit dem angrenzenden Stadtraum um, ist so eine Frage. Man sieht ja jetzt, dass da beispielsweise Sportplätze überplant werden, sagte Senator Geisel schon, da wird nochmal drüber gesprochen. Also man muss bei Neubauprojekten auch immer darauf achten, dass die im besten Falle einen Mehrwert für das anliegende, den anliegenden Stadtraum bringen. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal schauen. Ja, ich finde, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Und wir machen ja gerade das sogenannte integrierte Stadtentwicklungskonzept. Wir hatten gerade in den letzten Wochen 4 Bürgerveranstaltungen. Einer war im Flughafen Tegel in der Konferenzlounge. Und da wollen wir gerade darüber reden, wie das neue Quartier, die neuen Bürger in Reinickendorf mit den Nachbarn sich vernetzen können und was wir auch tun können in der Nachbarschaft. Und das machen wir auch nicht nur in Tegel, wir machen es auch bei der Elisabeth Aue beispielsweise in Pankow so ein Konzept. Es geht immer darum, dass wir mit Stadterneuerungsmitteln dann auch im Umfeld etwas tun, damit in der Tat das, was Sie sich wünschen, ein Mehrwert für die Nachbarschaft auch entsteht. Wenn wir hier jetzt eine Schule bauen, eine Grundschule und eine Schule, eine ISS, also eine Oberschule bauen, hat das nicht nur Effekt für das neue Quartier, sondern hilft der Nachbarschaft. Und die Frage der Verbindungen, die Frage der Radverbindungen beispielsweise, ein ganz wichtiges Thema. Aber da müsste eine ganze Menge nachgedacht werden. Deswegen geht es auch morgen noch mit dem Bauen los. Liegt nicht nur daran, dass der BER noch nicht fertig ist, sondern wir brauchen auch noch 2 Jahre intensiver Planungsarbeit, bis es wirklich losgehen kann. Was sind denn aus Ihrer Sicht, Herr Franzen, die Möglichkeiten dieses Quartiers? Also Sie haben ja, ich habe ja schon die Erfahrungen, die Sie gesammelt haben im Märkischen Viertel erwähnt, tatsächlich, was es heißt, komplexe Berliner Mischungen tatsächlich so hinzubekommen, dass sie sowohl bezahlbar sind, als auch sich selber tragen und in sich friedfertig. Also gibt es noch Komponenten, wo Sie selber sagen, da gibt es noch Nachregelungsbedarf, das müssen wir unbedingt noch machen? Also der Staatssekretär hat es auch gerade gesagt, wir haben da natürlich eine Fläche, genau wie die Elisabeth Aue und noch einige andere in der Stadt, wo 5000 neue Wohnungen entstehen werden. Und hier ist es direkt neben der Urban Tech Republic, wo ja auch was Innovatives, Kreatives entstehen wird, was das Thema Arbeiten angeht. Es wäre ja fatal, wenn wir bei so einem großen Neubaugebiet dann die Chance auch dann nicht nutzen würden, innovativ und kreativ zu sein. Also ich würde es jetzt nicht nur auf Assistenzsysteme für Ältere beziehen, Mobilitätskonzepte, Energieversorgungskonzepte, da haben wir schon drüber gesprochen jetzt in einem ersten Schritt. Also ich glaube, wir können da viel auch Neues für die Stadt gestalten. Ich glaube auch, dass in dem Kurt-Schumacher-Quartier durch die Nähe zu den Arbeitsplätzen, die in einem Start-up-Kreativbereich ja auch zum Teil sein werden, aber auch für Studenten Angebote zu schaffen, dass man da auch wirklich sehr fortschrittlich sein kann im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Gibt es Ihrerseits Fragen, Einwirkungen, Nachfragen, die Sie gerne stellen möchten? Okay, ich komme mal kurz zu Ihnen. Alles klar. Tag, der Herr, herzlich willkommen. Ich halte das Mikrofon. Stellen Sie Ihre Fragen. Dankeschön. Ich stelle gerne eine Frage an den Herrn Staatssekretär. Wir haben ja bisher den Flughafen Tegel nicht optimal verkehrlich angeschlossen, lediglich Buslinie. Und das ist ja jetzt auch eine Herausforderung, diesen neuen, sich entwickelnden Stadtteil anzubinden. Was gibt es da für Überlegungen? Soll das primär eingebunden werden in die Überlegung Straßenbahn. Das Straßenbahnnetz soll ja vor allem in den westlichen Bezirken Berlins stärker ausgebaut werden. Und wie ist das mit S-Bahn-Anbindung oder welche Konzepte bestehen da im Moment? Wohnen Sie in der Nähe? Eine kurze Frage. Friedrichshain. Friedrichshain, okay. Aber gut, dass Sie auch an andere denken. Dankeschön. Alles klar. Also für das Wohnquartier haben wir natürlich mit der U-Bahn eigentlich eine ganz gute Anbindung. Wir haben 2 U-Bahn-Haltepunkte, Kurt-Schumacher-Platz und die Scharnweber-Straße, das sind, glaube ich, wichtige Anbindepunkte.
Entscheidend wird sein, wie der verbleibende Rüssel der Autobahn, der eigentlich keine Autobahn mehr ist, weil die Autobahn geht ja durch den Tunnel, wie der umgebaut wird, damit wir dort eine vernünftige Stadtstraße bekommen, die man auch gut mit Ampeln überqueren kann. Und dann haben wir im Schumacher Quartier selber noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Es hängt auch ein bisschen von der Schnelligkeit der Entwicklung ab. Aber es gibt eine Trasse, auf die ein Schienenverkehrsmittel fahren kann. Und die ist in der Planung enthalten. Die soll dazu dienen, sowohl den Wohnbereich als auch den gewerblichen Bereich vernünftig anzubinden. Ob da eines Tages eine Straßenbahn, eine U-Bahn oder was vielleicht noch toller wäre, ein neues Verkehrsmittel, vielleicht auch autonomes Fahren im Busbereich. Das ist ja vieles im Gange gerade. Ob wir solch ein Verkehrsmittel dort einsetzen können, vielleicht auch schienengebunden oder auch anders. Ich glaube, da haben wir ein großes Innovationsfeld. Jedenfalls ist klar, wir wollen mit Mobilitätssystemen hier arbeiten, die für Berlin was Neues bringen. Und wir können das andocken an das vorhandene U-Bahn-System und dann weitersehen. Gibt es weitere Fragen Ihrerseits? Denn ich würde jetzt den letzten Impuls in dieser Runde nehmen und dann alle Gesprächspartner Ihnen und Ihren Fragen überlassen. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Sie müssen auch, ich muss Ihnen erst das Mikro hinhalten, dann sind Sie zu hören. Und zwar jetzt. Ja, wir haben eine nicht uneigennützige Frage. Wir haben einen Kleingarten zwischen General Garneval-Brücke und Meggeritz-Brücke. Und jetzt haben wir Bedenken, dass da eventuell im Zuge der Schließung des Flughafens irgendwas passiert, was den Kleingärtnern nicht so recht wäre. Okay, ist Ihnen das Areal bekannt? Also mir ist es jetzt nicht genau bekannt. Es gibt eine Kleingartenkolonie in unmittelbar... Direkt am Hohenzollernkanal entlang gibt es Kleingartenkolonien. Und ob schon beschlossen ist, ob es ab 2019 dort Erdbeeren und Stachelbeeren gibt oder nur Parkplätze und Häuser? Also ich bin jetzt über die Örtlichkeit nur bedingt im Bilde. Können wir gleich auch bilateral gerne besprechen. Aber wir machen ja gerade dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept, um genau zu gucken, was im Umfeld passiert. Nur haben wir beim Schumacher Quartier viel Platz. Wir haben einen Flughafen von 500 Hektar. Insofern ist sicher nicht die erste Aufgabe, hier an Kleingärten zu denken, sondern es geht darum, einen Flughafen mit 500 Hektar neu zu nutzen. Dort entstehen 200 Hektar neues Grün, 200 Hektar Gewerbe- und Forschungsflächen und etwa 50 Hektar Wohngebiet. Insofern haben wir darüber genug Platz, um alles unterzubringen, müssen nichts anknabbern. Okay, Auftakt für die bilateralen Gespräche. Eine letzte Frage möchte ich Ihnen noch stellen vom Berliner Mieterverein. Ich habe Sie gerade gefragt, ob Sie im Bundesvorstand sind, ob Sie mal so Vergleichsmöglichkeiten haben, wie eigentlich Mietervereine in anderen Städten sind. Seien Sie mir nicht böse, ich bin zugereist an Nordrhein-Westfalen, aber ich lebe seit 40 Jahren in der Stadt. Wird hier eigentlich mehr gemeckert als in anderen Städten oder sagen Sie, nee, das ist genauso, wie ich mir das wünsche? Also ich bin vielleicht schon ein bisschen betriebsblind, ne, weil ich seit 1985 in Berlin lebe. Ich bin hier zwar nicht geboren, meine Tochter ist hier geboren. Und ich finde, in Berlin wird eigentlich immer weniger gemeckert. Wir meckern ja manchmal auch ein bisschen. Vielleicht nochmal ein letztes Stichwort. In Hamburg beispielsweise haben wir geringere Einstiegsmieten, sozialen Wohnungsbau. Einer muss jetzt ja meckern, also meckere ich nochmal.